Weiter geht's mit Let's Play Mafia 2. Hier ist das Geld, Boss. Gute Arbeit. Hier ist dein Anteil. Wie du das mit Bill geregelt hast, beeindruckend. Steve hätte sich beinahe eine blutige Nase geholt, als er sich mit ihm angelegt hat. Oder, Steve? Sicher, Derek. Hier ist eine Sondergratifikation. Danke. Dafür, dass du den Kerl zur Raison gebracht hast. Jetzt verschwinde, Jungchen. Ich muss wieder an die Arbeit. Und sag deiner Mama einen schönen Gruß von mir. Sag ihr, du bist ab sofort mein neuer Assistent. Ja, mach ich. Wir sehen uns. Und Vito, hätte ich was... So, wir haben ganze 100 Dollar bekommen. Ich würde sagen, das ist schon ordentlich für die kurze Zeit. Dann gucke ich jetzt mal wieder, ob es hier irgendwo ein Heftchen gibt, aber es scheint nicht so, aber ich kann ja mit jemand reden. Steht nichts mehr für dich an, Kleiner. Gut. Oder auch nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Und irgendjemand hat unser Auto umgeparkt. Finde ich jetzt nicht so schön, aber ist besser, wie wenn es nachher, wie wenn er es komplett geklaut hat. Und ab geht's nach Hause. Zeke told the bartender, ain't no need of me buying no drinks when everybody else is buying them. I'm gonna drink to everybody's health till I ruin my own. Open it down, Richard! Why, he don't know who he's throwing out of that joint. Why, I'll go back in that joint and take a short stick and bust it down to the ground. Open it down, Richard! But I hate to be caught out on the street like this, cause it makes you look so common. And I know I ain't common, cause I got class I ain't never used yet. But I guess I better get on in the house, cause I don't want my pastor to catch me out like this. Hey, Richard, open the door! Now look at that old woman across the street. Done stuck her head out of the window, calling her sister. Dass gerade keine Zwischensequenzen gibt, kann ich hier mal ein bisschen was erzählen. Also ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich von Killzone 3 auch online Gameplays hochstellen wollte. Heute kam ja die Nachricht, dass PSN eventuell bis Anfang Juni oder Ende Mai sowas down sein wird. Also ja, war eine erschreckende Nachricht. Aber ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr könnt es jetzt Comment einfach mal unter das Video schreiben, weil ich habe eigentlich nichts dagegen, dass PSN down ist, also mal für eine Weile, aber das wären ja dann im Prinzip schon 2 Monate oder so. Also wird zu langsam, finde ich, ein bisschen arg lange. Ich bin zwar trotzdem jemand, der dann sagt, jo, ich hole mir dann gleich eine Xbox 360 oder so, nur weil es bis einmal down ist, aber zu langsam könnten sie es dann schon wieder mal hochfahren. Und wir haben unseren Treffpunkt erreicht. Es ist ein Café. Freddy's Bar. Verzeihung. Hey, wo bleibst du denn, Alter? Bin gleich nach deinem Anruf los. Was gibt's denn? Weißt du noch die Mafiose, die wir als Jungs oft gesehen haben? Ja, wieso? Der Typ, der gleich kommt, ist einer von denen. Sein Name ist Henry Tomasino. Ich glaube, er hat einen fetten Job für uns. Kein Scheiß? Ja, jetzt ist Schluss mit dem kleinen Kram. Jetzt machen wir endlich richtig Kohle. Ah, da kommt er. Red bloß kein Quatsch. Ciao, Henry. Alles klar? Hallo, Joe. Ist er das? Ja, das ist Vito. Ein alter Freund von mir. Freut mich, Mr. Tomasino. Du bürgst für ihn? Sicher, Henry. Ich leg die Hand für ihn ins Feuer. Okay, also ich habe einen Job für dich. Bringt gute Kohle. Ich brauche Benzinmarken. Die sind ein Vermögen wert, weil Sprit knapp ist. Woher kriegen wir die? Von der Preisaufsichtsbehörde. Das ist eine Bundesbehörde. Ist das nicht ein bisschen riskant? Was? Hast du die Hosen voll? Nein, nein, nein. Ich überlege nur, wie wir das einfädeln können. Ach, das wird ein Kinderspiel. Die Marken sind nachts im Safe deponiert, aber ich wette, der Schlüssel liegt irgendwo rum.
Habt ihr jemanden da drin? Die Schwester von einem unserer Jungs. Sie ist dort Putzfrau. Kann die uns helfen? Frag sie doch selbst. Sie heißt Maria Agnello. Hier ist die Adresse. Grüß sie von mir. Gut, und der Safe? Was, wenn der Schlüssel nicht da ist? Das ist dein Problem. Was springt dabei raus? Ich zahle dir $600 pro 10.000 Gallonen Sprit in Marken. Okay, wir sind dabei. Nein, nein, das muss Vito allein erledigen. Für dich habe ich einen anderen Job. Also, wie sieht's aus, Vito? Kein Problem. Hey, vergiss nicht, eine Knarre mitzunehmen. Man kann schließlich nie wissen, was passiert. Vorsorge ist besser als Nachsehen. Kapisch? Moment mal, du überfällst hier keinen Schnapsladen. Der Job muss sauber ablaufen. Wenn der Alarm losgeht, gibt's nur ein Drittel der Kohle. Kapiert? Ja, alles klar. Kein Problem. Also komm wieder, wenn du die Marken hast. Dann ist Zahltag. Gut, bis später. Viel Glück, Vito. So, wir sollen also jetzt zuerst mal zu einer Frau fahren. Wir sehen uns. Die anscheinend in, ja, wie soll ich sagen, die arbeitet in einem Gebäude als Putzfrau, in dem in einem Safe so Benzinmarken gebunkert werden. Und die sollen wir jetzt klauen. Und bevor es jetzt überhaupt richtig losgeht, muss ich gleich mal sagen, dass das, also meine schrecklichste Mission Mafia 2 war, weil ihr werdet es früher oder später sehen, also ich persönlich mag so Missionen, wo man schleichen muss, nicht, aber vielleicht kriegen wir das ja diesmal, oder krieg's ich diesmal auf Anhieb hin. Bin mal gespannt. Und da sind wir schon. Parken natürlich noch schön unser Auto. Und rein geht's in das Haus. Sieh dir die Türschilder an, um Marias Apartment zu finden. Okay. Ich kann zwar die Namen nicht wirklich gut erkennen, aber ich klopfe einfach mal hier an. Ja, was gibt es denn? Ja, hallo, Ma'am. Henry Tomasino schickt mich. Er sagt, Sie könnten mir bei einem kleinen Problem helfen. In der Preisaufsichtsbehörde. Ja, habe ich schon gehört. Und was kann ich für dich tun? Ich muss heute Nacht da rein. Okay, ich mache dir einen Vorschlag. Meine Schwester ist gerade im Krankenhaus. Wenn du mich hinkutschierst, dann sage ich dir alles, was du wissen musst. Die Klinik ist gleich gegenüber von dem Amt. Ist also kein großer Umweg. Kein Problem. So, wir sind natürlich jetzt so ein gutmütiger Mensch und setzen die alte Frau noch am Krankenhaus ab. Das würde nicht jeder tun. Komm, steig schon ein. Ah, es geht doch. Okay, dann los. Und ras nicht rum wie ein Wilder, ja? Ich weiß schon, wie ihr jungen Leute heute fahrt. Nein, wir fahren doch nicht schnell. Ich meine, okay, wir haben den Tempobegrenzer an. Der Eingang ist nachts da wird verhindert. Schon nichts passieren. Du musst also hinten rein. Der Hintereingang bleibt nachts offen? Nein, aber das Kellerfenster ist meistens offen. So kommst du unbemerkt rein. Du willst an den Safe, stimmt's? Ja, woher wissen Sie das? Hab nur geraten. Er steht im Obergeschoss. Dort ist auch das Büro des Direktors. Da findest du die Schlüssel. Okay. Ich steige also hinten durch ein Fenster ein und dann geht's die Treppe rauf zum Büro vom Direktor. Richtig? Richtig. Und sei vorsichtig. Die haben da Nachtwächter. Lass dich nicht erwischen. Armes Auto, aber uns soll's dich weit interessieren. Entschuldigung und nochmals. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Okay, lass mich hier beim Krankenhaus raus. Das Amt ist gleich gegenüber. Also, danke fürs Mitnehmen, mein Junge. Danke, Maria. Hallo, Polizei. Was sollte diese Aktion gerade? Ja, guten Tag und auf Wiedersehen. So. Und das Gebäude, in das wir rein müssen, das ist nicht weit entfernt.
da können wir hier einfach schön in die Nähe. Aber wir parken unser Auto nicht so gut, wobei wir können es eigentlich doch schon hier hinstellen. Gut. Drücke L1, um über Hindernisse zu klettern. Okay, und bevor jetzt die Action richtig losgeht, mache ich hier einen Schnitt. Also, bis zum nächsten Mal.